Ja, es ist Sonntag. Ich weiß, gestern gab es keinen Vlog, ist mir jetzt aber egal. Ich war eh nur arbeiten und einkaufen und ich habe einen Haarschnitt, was ganz cool ist. Und es sind ein paar Dinge passiert, über die ich jetzt mal ein bisschen sprechen wollte. Also jedenfalls nur so ein bisschen. Und zwar, Lars ist ja sowieso am Donnerstag abgehauen. Ich wollte dann eigentlich noch so ein... Ich will eigentlich noch so ein Video machen, so ein Zusammenschnitt, so ein Abschied. Bin ich jetzt auch noch nicht so gekommen und werde ich heute wahrscheinlich auch keine Zeit zu haben, wegen bestimmten Gründen, die ich gleich erläutern werde. Und Johannes und Friedi sind auch weg. Und die wurden mehr oder weniger rausgeschmissen. Ich habe dazu jetzt mal, oder am besten erzählen sie das selber mal ein bisschen. Also ich habe nur aufgenommen, wie sie mit einer Bekannten telefoniert haben, weil sie ungefähr komplett nicht wussten, wo sie hin sollten plötzlich. Ja, das ist das Problem. Also wir sind wirklich gerade voll vor den Kopf gestoßen. Wir sind auch noch mit einem anderen Deutschen hier, dem haben wir das jetzt gerade erzählt, der ist gerade aus allen Wolken gefallen. Der kann es noch gar nicht verstehen, was gerade abging, weil irgendwo auch... bis vor 5 Minuten war noch alles super und alles happy und jeder war glücklich. Und dann meinte sie nur so, ja, wann wir denn morgen abhauen? Und ich so, was? Wir wollten 4 Wochen hier bleiben. Und dann sie, wie, nee, das war so nicht abgesprochen, ihr müsst gehen, weil sie hat keinen Platz hier, was nicht stimmt. Und sie, ja, keine Ahnung, sie hat jetzt hier neue Leute, die kommen und die haben sich für längere Zeit verpflichtet hier quasi und denen kann es jetzt nicht absagen und ja, deswegen müssen wir morgen um 1 gehen. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Und also wie gesagt, ich bin jetzt immer noch nicht... Ich bin noch nicht ganz still. Ich bin ein bisschen am Zittern, weil ich noch nicht blicke, was gerade abgeht. So, das Abenteuer hat gerade wieder zugeschlagen. Ich habe eigentlich gedacht, wir haben es jetzt schon gut überstanden mit dem Roadtrip, aber es ist wieder gekommen. Ja, das ist ja mal einfach. Also, was habt ihr damals in der E-Mail geschrieben? Ja, guck jetzt mal nach, mich interessiert es auch. Also, ich meine auch, wir haben 2 bis 4 Wochen, weil wir nicht genau wussten, weil wir auf eine E-Mail von seinem Chef da gewartet haben. Und es einfach noch nicht klar war, wann er genau anfangen darf. Mhm. Entweder Mitte Februar oder Ende Februar. Wir wussten es halt nicht so genau. Und dann haben wir ja geschrieben 2 bis 4, weil... Also mindestens 2 Wochen. So. Ja. Ja, genau. Und noch eine Schmerzstanz jetzt usen. Aber sie hat jetzt die ganze Zeit, sie hat das über oft wiederholt, sie hat so dargestellt, als hätten wir am irgendwie, wir sind am hergekommen. Ersten Tag quasi, beim ersten Tag haben wir gesagt, Wochen. Wir sind 2 Wochen hier. Ja. Aber das stimmt nicht, wir haben nie was erwähnt. So. Currently we are returning from a 2-month road trip through the USA and are looking for a place to live and work for the next 2 to 4 weeks. Ja. Ja. Und das hat er nochmal gesagt und hat sie voll widersprochen. Nee, stimmt nicht. 2 Wochen habt ihr gesagt. Genau. Oh, nichts mehr sagen. Ah. Lieber überpiss. Also halt unfreundlich fand ich. Genau, also das ist ungefähr im Moment die Lage. Die beiden sind halt am Samstagmorgen abgehauen. Ich bin dann zur Arbeit gegangen. Dann ist heute auch ein neuer Woofer angekommen, der, weil hier ja zu dreckig ist, nicht hier rein kann. Deswegen mussten halt Friedi und Johannes gehen, was halt so die Ausrede war. Und halt, dass da Johannes nur 2 bis 4 Wochen geschrieben hat und diese 2 Wochen um sind, dann Phyllis davon ausging, dass sie dann auch wieder wegfahren. Ja, kann man sich jetzt halt bei denken. Sie kam auch am Samstag an, Samstagmorgen, hat, ohne dass ich das erwähnt hat oder danach gefragt hat, gesagt, nein, ich habe sie nicht rausgeschmissen. Die haben halt 2 bis 4 Wochen gesagt und danach und auch nicht weiter irgendwas erwähnt. Deswegen dachte ich, die würden dann auch fahren. Ohne dass ich irgendwas gefragt habe oder von daher, naja. So, und heute ist ja Sonntag, das heißt, ich habe eigentlich einen Tag off. Und wollte jetzt eigentlich auch ganz viel mit Schnitt und so eine Kacke machen, aber das wird nicht, werde ich jetzt wahrscheinlich keine Zeit für haben oder jedenfalls nicht so viel, weil ich muss die Hütte aufräumen, weil am Dienstag kommt nämlich der Mexikaner und ich muss alles picobello sein, also alles überall gesaugt, unter den Betten, der ganze Schimmel an den Fenstern, der ja nicht mein Fehler ist, sondern der Fehler, dass die Hütte einfach überall Risse hat und komplett undicht ist, muss weg, Toilette geputzt werden, ja, damit werde ich wahrscheinlich dann heute sehr viel Zeit verbringen. Was ein bisschen nervt. Aber das Schöne ist, dann kann ich jedenfalls, dann kann ich wenigstens abhauen. Ich bin jetzt die ganze Zeit versuchen, Will anzurufen, damit ich den Vollzeitjob in dem Fahrradladen mir besorgen kann. Dann bin ich weg. Hoffentlich.
So. Ich habe jetzt allen möglichen Scheiß an Lappen und so. Aber nur eine Art von Cleaner und der stinkt ungefähr ultra scheiße. Und ungefähr so ein Stück warmes Wasser oder heißes Wasser. Also das wird nicht reichen. Ich habe aber so einen Wasserkocher, dann mache ich mir halt selber Wasser. So, ich bin jetzt fertig. Es ist jetzt 9:30. Ich habe natürlich nicht so lange gebraucht. Ich habe irgendwie jetzt 2,5 Stunden oder so gebraucht, aber ich habe auch ein bisschen mehr gemacht. Also ich habe noch meinen ganzen Kram sortiert und weggeräumt. Ich habe eine Menge Müll von mir weggeschmissen. Ja, ich habe jetzt hier den Boden gesaugt komplett. Überall. Ich habe die Fenster geputzt. Ich habe unter den Betten geputzt. Ich habe hier alles sauber gemacht. Ich habe das Waschbecken geputzt. Ich habe die Pflanzen hier ein bisschen weggesaugt. Und halt hier Klo geputzt. Ja, und das ist ganz cool. Also, ist ganz cool, ein bisschen was Sinnvolles getan zu haben. Beziehungsweise ist es komplett scheiße, weil ich dadurch ungefähr nichts Videotechnisches machen konnte. Will hat sich leider noch nicht gemeldet, der ist komplett nicht zu erreichen auf dem Handy. Ich werde das morgen nochmal versuchen, morgen ist ja Montag und dann wird er ja irgendwie im Laden sein. Und dann, ja, dass ich hier so schnell wie möglich wegkomme.